Moin Leute, ich bin's wieder mit einem weiteren Video zu The Forest. Heute zeige ich euch, wie ihr euch Medizin und Energie aus Pflanzen herstellt. Bleibt dafür doch gerne mit einem Like und Abo dabei. Wir sehen uns nach dem Intro. So, bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich mich wie immer bei all meinen Supportern bedanken und bei den Leuten, die gerade neu dazugekommen sind. Ihr seid einfach geisteskrank, denn wir haben es geschafft, dieser Kanal hat es geschafft, innerhalb von einem Monat 2000 Abonnenten zu machen. Wir sind jetzt bei 4000 Abonnenten und ich bin ultra stolz und dankbar, dass ihr mich so unterstützt und ich versuche mit meinen Videos euch immer wieder was zurückzugeben. Danke dafür. Gut, fangen wir mit dem Video an. Heute zeige ich euch, wie ihr euch Medizin und Energie durch Pflanzen craften könnt. Jeder kennt die Situation. Ihr seid mitten im Kampf und habt nicht immer die Tabletten dabei oder werdet halt infiziert über das Blut der Kannibalen. Da hält euch dann auch die Aloe Vera und sowas. Und ich zeige euch, wie ihr mit Aloe Vera, Ringelblumen, Sonnenhut und Chicorée dann die verschiedenen Mixes dann herstellen könnt. Dann zeige ich euch jetzt den ersten Spawnpunkt der Pflanzen, die wir brauchen. So, die erste Pflanze, die wir brauchen, ist der sogenannte Sonnenhut. Der Sonnenhut sieht ungefähr so aus. Der hat so lilane Blüten und so einen orange-roten Kopf und ist ziemlich lang. Die wachsen generell sehr oft an Gewässern, wie ihr hier sehen könnt, hier bei den Waschbären. Und allgemein, die Pflanzen wachsen in Nähe von Gewässern. Wo ist der Spawnpunkt? Der Spawnpunkt dieser Pflanze ist auf eurer Karte ganz rechts außen auf der Bäreninsel. Ich zeige das gleich nochmal genauer. So, könnt ihr euch merken. Zeigt das mal auf meiner Karte, die ich euch auch empfehlen kann. Wenn ihr das Ganze auf PS4 spielt, dann packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann draufklicken und dann macht ihr die einfach am PC oder am Handy auf, während ihr auf der PS4 dann zockt. Denn hier werden halt immer die Pflanzen, das können wir unten im Filter einstellen, werden euch die Pflanzenspawnpunkte angezeigt. Und hier sehen wir, hier sind wir. Wir sind oben auf diesem Plateau, diesem Wasserloch. Und hier ist die Bäreninsel. Und ich habe festgestellt, dass hier, hier und hier die besten Spawnpunkte für die ganzen Pflanzen sind. Macht das mal weg. Noch einmal, dass ihr das versteht. Hier oben an dem Wasser, ganz oben auf der Bäreninsel, ganz rechts auf der Karte. Ich zeige es noch einmal, damit ihr das auch seht, wo ihr hin müsst. Ungefähr dort. Und dann hier am Wasserloch. Dort findet ihr so den meisten Sonnenhut. Sonnenhut ist ein bisschen schwer zu finden. Ja, ist auch ziemlich selten auf der Karte. Aber sammelt den einfach auf und ihr bekommt dann auch beim Aufsammeln, nicht immer, aber... Hier, seht ihr? Kann jetzt nicht mehr Sonnenhut tragen, aber wir bekommen dadurch hier Sonnenhutsamen. Und die könnt ihr dann nachher einpflanzen. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Spawnpunkt. So, ihr Lieben, jetzt sind wir am nächsten Spawnpunkt und dort finden wir auch den Chicorée, den wir aufsammeln können. Der Chicorée, der sieht ungefähr so aus. Der hat diese lilanen Blüten. Sieht ein bisschen aus wie Flieder und sowas. Und nebendran finden wir auch den Orangenen. Das sind die Ringelblumen. Die können wir auch aufsammeln. Sammeln wir auf. Und die sind hier ein bisschen verstreut, seht ihr da. Hier ist wieder Chicorée, Ringelblumen und sowas. Und die findet ihr in dem unteren Bereich, direkt am Wasser der Bäreninsel, wo diese dieses kleine Camp da steht. Und auch in der Nähe eines Wasserlochs. Dort findet ihr dann den Chicorée und die Ringelblumen. Ich zeige es noch einmal auf meiner Map. Ungefähr hier. Ihr seht ja auch, hier spawnen auch die ganzen Pflanzen. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Kann sein, dass es bei euch nicht die Pflanze da wächst, sondern dass die dann woanders wächst. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, dass halt dort immer die Pflanzen spawnen, wo sie auf der Map auch angezeigt werden. Aber nur auf der interaktiven Map. Allgemein auf der Map wird halt nichts angezeigt von Pflanzen. Aber wie gesagt, hier auf der Bäreninsel findet ihr alle. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spawnpunkt. So, und der letzte Spawnpunkt, den wir jetzt haben, ist der von der Aloe Vera. Und Aloe Vera ist allgemein sehr schwer zu finden. Denn ihr seht selbst, das ist so ein blattähnliches Gewächs. und es ist halt grün. Und ihr findet das in vollem Terrain. Also wenn das richtig viel bewachsen ist, findet ihr diese Pflanze kaum. Aber hier so im offenen Terrain findet ihr die richtig gut. Und das ist hier im unteren Bereich der Bäreninsel, auch direkt am Wasser, wo diese Erhöhung hier ist, ein bisschen. Ja, dort findet ihr die, hier im unteren Bereich. Hier wächst Aloe Vera, ganz, ganz viel. Gehen wir mal zurück. So, und dann sammelt ihr die auf und die heilt euch auch, wenn ihr die esst, die könnt ihr auch so essen, heilt die euch direkt von Infektionen. Das kann nur Aloe Vera, kann jetzt nicht mehr aufsammeln, aber hier unten findet ihr auch ich kann das Wort nicht sagen, Aloe Vera hier. Und hier wächst noch ein bisschen. Also hier ist so, seht ihr hier da, das ist so der beste Spawnpunkt für Aloe Vera. Generell, wenn ihr die abgepflanzt habt, ja, wenn ihr die gepflückt habt und nachher keine habt, weil ihr sie schon gecraftet habt und vergessen habt, irgendwo einzupflanzen und neu zu züchten, dann wartet ein bisschen, kommt wieder hierher und dann müssen die hier nachwachsen. Dauert halt ein bisschen, aber ja. Gut, das waren die Spawnpunkte. Ich hoffe, soweit ist alles okay. Ihr habt es gefunden. Wir gehen jetzt zurück zum Haus und dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze craften könnt.
So, zurück im Haus zeige ich euch jetzt, wie ihr das Ganze craften könnt. Wichtig bei dem Ganzen ist halt einfach, wenn ihr die Pflanzen pflückt, also Aloe Vera, Ringelblumen und Chicorée und Sonnenhut, bekommt ihr leider nur von Aloe Vera Samen, das ist die eine der zwei Pflanzen, wo ihr Samen bekommt, und vom Sonnenhut. Und vom Sonnenhut ist ziemlich gut, weil der ist irgendwie sehr selten im Vergleich zu den anderen Pflanzen. Leider bekommt ihr von Ringelblumen und von Chicorée keine Samen, aber keine Sorge, den findet ihr irgendwie auf der ganzen Map, der ist überall verstreut. Gut, so, fangen wir an mit dem Craften. Wollt ihr eine normale Gesundheitsmischung herstellen, dann müsst ihr ganz einfach einmal Aloe Vera reinlegen und einmal Ringelblume. Die mischt ihr dann, craftet die zusammen und dann bekommt ihr eine Gesundheitsmischung, die, ja, sagen wir mal, wenig Energie oder Normalenergie wiederherstellt. Wollt ihr dann aber eine Gesundheitsmischung plus, so müsst ihr ganz einfach Aloe Vera, Ringelblume und Sonnenhut zusammenmixen. Zusammengemixt bekommt ihr dann eine Health Mix Plus, also eine Gesundheitsmischung Plus. Jetzt braucht ihr aber auch Energie. Ihr baut irgendetwas oder seid am Kämpfen, euch geht die Energie aus. Ihr könnt nicht mehr so schnell zuschlagen. Und dann geht ihr einfach hin, holt euch Sonnenhut und einmal Chicorée. Zack, zusammen. Und dann habt ihr eine Energiemischung, eine normale Energiemischung, die halt ein bisschen Energie wiederherstellt. Wollt ihr aber eine volle Energiemischung, also eine Energiemischung plus, so müsst ihr einfach Sonnenhut, Chicorée und Aloe Vera zusammenmischen. Und zack, schon habt ihr eine Energiemischung plus, die euch dann sehr viel Energie wiedergibt. Ja, das ist schon der ganze Trick an der Sache. Jetzt verrate ich euch noch oder zeige ich euch noch einen Trick, den ich selbst sehr oft gar nicht angewendet habe. Ich habe so wenig gepflanzt oder so im Spiel, aber es ist eigentlich sehr wichtig. Denn wenn wir uns jetzt mal den Garten hier ansehen, habt das ein bisschen so gebaut, dann pflanzt ihr euch am besten immer die Samen so ein bisschen ein. Hier Aloe Vera, da könnt ihr die aufsammeln, zack, und könnt ihr dann wieder nachwachsen lassen. Ihr bekommt leider nicht immer Samen von den Aloe Vera und von Sonnenhut. Zack, ich kann das jetzt hier nicht mehr aufsammeln, aber ich kann hier, wenn ich jetzt in die Mitte hier ziele, dann kann ich hier auswählen und dann stecke ich hier wieder zweimal Sonnenhut rein. Hier habe ich noch ein paar Beeren zum Essen und so. Also anbauen in the forest ist generell wichtig, würde ich mal so sagen. Ich habe es selbst sehr lange nicht gemacht. Aber wenn ihr euch immer heilen wollt und auch immer Energie haben wollt für zwischendurch und sowas, dann ist das super. Und auch was zu essen habt ihr da mit den Blaubeeren sozusagen. Dann könnt ihr euch hier noch so Schränke hinbauen. Dort habe ich dann die Gesundheitsmischung zweimal und zweimal die Energiemischung. Hier habe ich immer auf Vorrat. Und ja, das war's zum Gärtner und zur Herstellung von Medizin und Energie. So, dann hoffe ich, konnte ich euch mit diesem Video zeigen, wie ihr Pflanzen richtig craftet, um damit Medizin und Energie herzustellen. Falls ihr Spawnpunkte oder bessere Spawnpunkte von Ringelblumen und sowas wisst, schreibt das doch gerne in die Kommentare. Teilt es mit den anderen, teilt es mit mir, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten, lasst dem Ganzen noch ein Like und mir ein Abo da, wenn euch mein Content gefällt. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und vergesst eins nicht. Spielen geht immer.